26. April. Die Mooringleine ist los und wird da klar gemacht. Und wir verlassen heute Amanu 170 Meilen Richtung Makemo. War wirklich toll hier. Die Nixi liegt da hinten noch. Die folgt uns so in einer halben Stunde. Gemeinsam segeln wir die zwei Tage nach Makemo. Durch dieses Nadelöhr müssen wir raus. Wir haben gerade erfahren von Yves, der ist da mal zum Pass gegangen. Er sagt, da sind noch 2 bis 3 Knoten Strömung rein. Also warten wir noch ein bisschen. Man sieht doch hier jetzt ganz gut vor uns, dass das Wasser hier schon wirbelt. Tja, jetzt ist es eingetreten, was nicht eintreten soll. So ein Scheiß. Das Vorstag ist oben am Mast abgerissen. Wir hatten nur ein bisschen Genua draußen. Klar, wir schaukeln hin und her. Und dann ging es ping, ist abgerissen. Der Mast steht noch. Wir haben die Genua eingerollt. Ich habe 2 Spiefallen jetzt nach vorne hin abgespannt. Jetzt ist es auch gerade, glaube ich, 12 Uhr, ne? Also und Mitternacht. Genau, Mitternacht. Wir warten jetzt ab, bis es hell ist morgen früh und dann werden wir uns überlegen, was wir machen. Haben noch 120 Meilen bis Makemo. Scheiße! Das Vorstag hängt nur noch am Genua-Fall und jetzt versuchen wir, das komplette Vorstag mit Genua-Segel herunterzulassen, so dass wir es auf dem Schiff verstauen können. Das Ganze ist nicht so einfach, da wir konfuse Wellen haben und das Schiff hin und her schlägt. Da filmt die Anixi uns beim Herunterlassen des Vorstags. So, die Genua ist jetzt soweit unten. Jetzt müssen wir nur noch versuchen, hinten den Kanten zu lösen, das Fall. Dort sieht man ganz gut, wie wir hin und her geschlagen werden. Das macht wahrlich keinen Spaß. Wir haben die komplette Vorstag mit der ganzen Genua runtergenommen. Haben jetzt 3 Fallen da vorne dran, die den Mast nach vorne stützen. Und jetzt liegt hier die Genua. Das ist ja nette. Ich bin die Genua. Ach so. Das ist ja nette. Hier liegt jetzt das Vorstag. Und da sieht man der Bolzen, der da unten runterhängt. Der ist abgerissen. Und Gott sei Dank, ja, die ist ja, haben wir ja erst in Mexiko, haben wir ja erst das Vorstag machen lassen. Gott sei Dank ist da die Anixi bei uns geblieben und passt auf uns auf. Dankeschön, ihr beiden, Nora und Hakko. Auch deren Schiff schaukelt von einer Seite auf die andere, weil sie ja nicht mehr so viel Segelfläche setzen können. Wir mussten den Motor anschmeißen, damit wir auch morgen früh in Makemo sind. Und jetzt segeln wir oder fahren wir gerade an Reka vorbei. Ein geschlossenes Atoll, wo man nicht reinkommt. Es gibt also keinen Pass. Die zweite Nacht neigt sich ihrem Ende. Gleich geht die Sonne auf. Es ist jetzt schon 5.20 Uhr. Wir haben noch 22 Meilen
bis zum Pass, zum Ostpass von Makemo. Ja, und das ist irre. So viele Schiffe auf einem Haufen haben wir ja noch gar nicht gesehen. Momentan sind hier 6 Schiffe, die auf Makemo zusteuern. Da müssen wir ja schon ein Ticket ziehen, damit wir wissen, wann wir rein können. Irre. Und wir haben gedacht, es ist einsam dort. Noch 10 Meilen bis zur Passeinfahrt. Und da ist die Anixi wieder. Genua ausgebaumt. Endlich die Einfahrt von Makemo. Schöner breiter Pass. Aber hier vorne laufen ein paar Wellen. Aber ich glaube, da ist auch ein Riff. Also wir werden da etwas weiter an der rechten Seite wahrscheinlich reinfahren. So, das Gröbste haben wir geschafft. Hatten aber trotzdem schon 2 Knoten Gegenströmung. Jetzt dahinter uns kommt die Anixi. Kämpft sich da gerade durch. Angekommen auf Makemo. Na? Ja, herzlich willkommen nach 2 Tagen und 4 Stunden. Oh. Santé. Bier haben wir leider keins mehr. Trinken wir Wein. Es hätte so schön sein können. Wir sind morgens los, durch den Pass durchgefahren. Alles war super. Der Wind war relativ wenig, aber für den Gennaka super geeignet. Die Wellen etwas kabbelig, Kreuzsee. War alles gut bis abends, kurz vor 5:30. Da hat sich dann unser Gennaka verabschiedet, ist quer durchgerissen. Was aber nicht am Wind lag. Also wir hatten nicht mehr als 10 Knoten Wind. Es kam durch das Schaukeln. Also er ist eingefallen und dann kam eine Welle von der Seite, hat die Limelight zurückschlagen lassen und durch diesen Ruck ist der Gennaka gerissen. Ja. Und als hätte das nicht gereicht, ist dann nun kurz vor 0 Uhr das Vorstag gerissen. Gebrochen. Lag auch nicht am Wind, weil wir hatten immer noch nicht mehr als 10 oder 11 Knoten Wind. Wir hatten die Genua draußen und auch da war es wieder, irgendeine Welle von der Seite kam, die Genua fiel ein und mit einem Ruck ging sie wieder zurück und dann ist plötzlich, hörte ich ein Knallen vorne, das ist abgerissen. Also das lag natürlich jetzt nicht daran, dass das die Leinwand hin und her geschaukelt ist, sowas muss das abkönnen. Also wir haben es reparieren lassen in Mexiko, das ist gerade mal ein, also nicht reparieren, nicht mal, ja. Erneuert haben wir das Vorstag, noch nicht mal vor einem Jahr und das hätte nicht passieren dürfen, auf gar keinen Fall. Nein. Das werden wir jetzt mal näher untersuchen die nächsten Tage. Ja, dann funktionierte das, die 3 Farbenleuchte nicht, also mussten wir die Navigationslichter unten nehmen, an der Reling. Und zum guten Schluss hatten wir noch das unendliche Vergnügen, dass unser Plotter zur Hälfte blind ist. Auch da kann man nicht mehr viel sehen. Ja, also... ist wahrscheinlich ein kosten- und arbeitsintensiver Trip gewesen. Das ist das Stichwort. Rechts oben findet ihr einen Button. Da kommt ihr auf PayPal. Und wenn ihr unsere Reparaturen mit unterstützen möchtet, wären wir euch dankbar, wenn ihr dort ein paar Euros hinterlegt auf unserem Konto. Jetzt müssen wir erstmal schauen, wie wir das hier repariert kriegen, weil wir sind hier nämlich in Makemo. Hier gibt es zwar einen Flughafen und ein ganz kleines Dorf, aber sonst gibt es hier nichts. Das heißt, wir müssen alles irgendwie bestellen, irgendwie über Tahiti bestellen, hierher fliegen lassen. Und wir hoffen, dass das auch schnell geht. Ja, das wäre schon schön. Wir wollten uns nur kurz hier aufhalten und dann nach Tanea fahren. Einmal shoppen wollten wir hier und dann nach Tanea. Weil das ist ein ganz einsames Atoll und da wollten wir unbedingt hin. Aber jetzt sieht es aus, als ob wir einen längeren Aufenthalt hier haben. Ja, das war's von unserer Überfahrt nach Makemo. Ich glaube, ich habe genug Material gehabt, um diesen Film auch zu füllen. Ja. Wenn euch unsere Videos gefallen,
abonniert doch unseren Kanal, gibt uns einen Daumen oben und wir freuen uns natürlich immer über ein paar Kommentare von euch. In den nächsten Videos seht ihr, wie wir aus dieser Misere wieder herauskommen. Bis dahin, viel Spaß und tschüss. Tschüss.